Ja. Nee, de zon zou wel weg, hè? Dat scheelt nog gisteren, maar. Ik heb mijn ding nog niet afgegeven, hè? Hè? Ik heb mijn probleem nog niet afgegeven. Toch is het misschien feitelijk dat Paul gaat meer werken en als Jelle gaat meer ook werken. Want Paul kan gewoon niet op weg met ons zijn. Ik moet nog niet op weg gaan. Hè? Wat wil je nog aan doen, dat weet je niet. Hé? Wat heb je het liggen, denk ik nog? Het weer verandert, hoor. Dat zie je nog niet zo veel, jongen. Hier met hier roemen haal je. Hé? Hier met roemen haal je. Heb je dat vleer op? Ben je wel een? Je bent een mannen daar. Mijn ding. Ik ben niet mee. Of noem maar. Wie het? Wie het ook niet? Wie het ook niet? Daar zit ik zo'n beetje geen hinder meer liggen. Mooi tijd, train kwam in auto. Ja, dank je. Dat is een geweldige goeie garçon natuurlijk, die was hier gisteren ook aan het rondlopen. Hinder. Je gaat de hand voor hinder. Die hebben de strek al. Moet u bouwen? Gewoon niet op, blijf pinken. Ja, maar dat blijft pinken. Oh. Dat moet zeggen dat we nog 5 minuten film staan. En boven staat er ook 5 minuten. Oh. Dan moet dat 5 minuten doen. Ja? Ja, ik werk graag op de Thank you.
Christian Mötz und der Lokalmatador Siegfried Neuroer. Und bei Christoph Hackl darf jetzt zwei Stunden musizieren, heißt das, glaube ich. Wir fangen an, wir haben eröffnet mit der Olympic Fanfare and Theme von James Körnhoff und dem Marsch Fuchtos und Roy von Julius Kutschik und fahren weiter mit einer Polka, die könnte der Name per Treffen der Bassen Sorgenbrecher. Wir wünschen euch gute Unterhaltung, der Musik hat eine schöne Wies, wie gesagt, einen guten Appetit und schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis später. Auf dem Instrument Tor, genannt auch Glücksspirale, weil der Spieler spielt eine und nur Gott allein weiß, was herauskommt. In diesem Sinne werden wir es probieren mit dem Stück Sizilianer von Pavel Staniel. Karina Königer heißt die Solistin. Sie werden ganz sauber mit ihrem Tor auf der Glücksspirale. Also wunderbar.
Just
auflegen. Bis heute am Abend. Und wir, die Sturm und die Musi, dürfen eigentlich noch den schönen Nachmittag versüßen. Und bis ca. 6 Uhr, 18 Uhr werden wir heute noch ein Kau spielen. Ein stimmungsreiches Programm haben wir auch gelegt. Wir werden es in drei Teile aufbauen. Das heißt, wir haben von schierner böhmischer Musi bis traditioneller Tiroler Musi, aber auch moderne Stücke im Programm und wünschen euch dabei eine gute Unterhaltung. Angefangen haben wir mit der Moldau Salut. Wie wir schon gehört haben, bei der Volkereis geht es wirklich um die Moldau, wenn man sie sich vorstellt. Geht es auch an Aachen. Manchmal ein bisschen stürmischer, manchmal ein bisschen feiner. Und so probieren wir es, das Programm mal weiterzufahren. Wir probieren ein feines Musik machen, unterstützen sie uns, klatschen sie fleißig mit. Wenn es zum Singen ist, können sie gerne mitsingen. Wir werden es eigentlich mal vorgeben, wenn man es findet, kann ganz gut singen. Der wäre eigentlich das Vorgeben. Und unsere Magentänterinnen sind schon unterwegs da. Die zwei festen Katzen da dort. Die sind mit Schnapsen unterwegs und sind auf ein leibliches Wohl da. Gute Unterhaltung. Zur Verhüllung. Fahren uns da am besten. Wenn sie Leute brauchen, trauen und fahren uns dann tanzen ein bisschen. Das erste Paar, der auch ein Kind tanzen kriegt, findet sie Getränke natürlich zahlt, das gehört dazu. Ein Schnapsle gibt es auf jeden Fall. Vielleicht schon beim nächsten Polka, wenn die Egerländer spielen, fängt. Gute Unterhaltung. Was ist dein Abstand? Ja.
Fast da. Danke, Henk. Das ist natürlich eine Ehre, Henk zu spielen. Also, ja, vielleicht können wir noch eine Stunde verschieben. Vielleicht fahrt er um 6. Holt sich den Bus vor am Morgen. Wir haben schon etwas da zum Trinken. Ja, ja, weiter geht's in unserem kleinen und feinen Programm mit einer Polka von einer der modernen Blasmusik-Band schlechthin. Das ist eine arrangierte Polka, klingt ein bisschen anders da, wie vielleicht so original. Sein wird auf einem Mozart-Bass arrangiert und heißt die Heilung-Polka. Gut unterhalten und die Störung. Nächste. Prosit! Jawohl, toll, schön, toll. Vielen Dank! Super Publikum, echt super!
Jetzt hat man das ganz konkret im Trio. Wie fein eine Musik spielen kann. Und da gehören natürlich auch unsere zwei Flügelhornisten dazu. Wirklich ein sehr schönes Flügelhorn-Solo gespielt vom Stoll Harald und vom Neuner Siegfried. Beide eine Koryphäe auf ihrem Instrument. Wirklich schön gespielt. Ich schwärme selber, ich bin ganz hin und weg. Ganz hin und weg bin ich. Und das als kleiner Tisch, das heißt viel. Klarinette und Blech verstehen sie meistens nicht so gut. Aber da mal alle Kollegen sein, wirklich schön gespielt. Ganz einen herzlichen Applaus bitte für den Stoll Harald und Neuner Siegfried. Steht's kurz auf. Wir haben mit einem ruhigen Stück verabschieden uns in die zweite Pause. Wir gehen jetzt hoch, kommst du? Wir werden jetzt erst auf das haben, jetzt nach dem Jahr schon. Schau, wer dann gewinnt. Ja, ciao. Wir sind drei Schwestern. Und so schieben noch auf jeden Fall gehen wir in die zweite Pause, in eine kurze Ansatzpause von uns. Und in die zweite Pause verabschieden wir uns in ein Stück. Siesta, ein schönes Stück für unsere Pause. Dankeschön, kurze Pause. Ja, danke. Danke, Rudi. Für dein Organ. War nett, dass du mit uns mitgesungen hast. Ja? Ich habe gerade einen Gönner gesehen von uns, von der Sturmbandmusik. Da haben wir erst vor kurzem gespielt. Der Vollkurt. Muss man mal Dankeschön sagen. Der Kurt ist jetzt 50 Jahre in Arzel da. Wirklich, damals war recht herzlich Dankeschön. Er hat uns zu seiner Feier eingeladen, wir haben viel gespielt. Das war ganz nett. Kurt, danke dir einmal für Holz. War echt ein netter Tag, nicht mal. Werbung in einem.
Ja, vielen Dank. Wir Musikanten speziell für euch. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, yeah.